meiste Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo, Minala. Mal noch ein kleines Video zum Anschwingen, sag ich mal, oder Aufschwingen. Ich habe eine Schaltung gebaut, die, wie ihr jetzt seht, es ist an, aber die schwingt halt nicht an. Und wenn ich sie jetzt so abstimmen würde, dass sie anschwingt, würde sie übelst viel ziehen. Wenn ich es aber jetzt so mache und hier mal den Conti überbrücke, geht aber nicht immer. Ja, moin, jetzt geht es natürlich noch nicht. Vorführeffekt. Ach nö. Ja, jetzt geht's nicht. Muss Pötti ein bisschen zurückdrehen. Dann müsste es eigentlich gehen. Jetzt geht's nicht mehr. Hä? Da war es kurz. Hä? Gestern ging es mir einmal, ne? Und heute will es wieder nie anschwingen. Das ist ganz komisch. Als wenn sich das irgendwie drinnen aufschaukelt. Ich muss das mal ein Stück anlassen. Ne? Kriege ich das nicht angeschwungen? Das gibt's doch gar nicht. Sollte ich euch schön das Video zeigen, wie einfach das geht? Und jetzt schwingt's nicht mehr. Ja, moin. Jetzt kann ich höchstens mal probieren, wir tun mal den Vorwiderstand überbrücken. Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt geht's nicht mehr. Ja, moin. Gestern ging's noch. Tja, krieg's nicht mehr angeschwungen. Hä? Scheiße, hätte ich nicht gleich gestern Abend das Video gemacht. Wie hab ich denn das wieder gemacht? Warte mal. Jetzt ging's kurz. Ich glaube, die Verbindung ist hier scheiße. Mal so. Nee, krieg ich nicht wieder hin. Hä? Ja, keine Ahnung. So, ich hab's jetzt doch angekriegt. 40 Milliampere zieht's und läuft jetzt. Ihr habt's ja gesehen. Ich schneide es jetzt einfach mal nicht raus, dass es bei mir eben auch nicht gleich geklappt hat, das aufzuschwingen oder anzuschwingen oder keine Ahnung. Also ich zeig's euch jetzt nochmal, wenn ich das ausmache. Jetzt fließt komischerweise noch ein bisschen Strom, wahrscheinlich aus der Lampe oder so. Warten wir bis 0 ist, jetzt ist 0. Wenn ich jetzt einmache, gucken, ob es jetzt geht. Ging. Diesmal ging's. Keine Ahnung, also wenn man es einmal anhatte, geht's dann. Das ist irgendwie komisch. Also ich kann das... Na, keine Ahnung, kann ich euch auch nichts weiter dazu sagen. Also es zieht auf jeden Fall mega wenig. Wieder hier, das ist eine 12 Volt LED. Wir haben 12,5 am Eingang und wie gesagt 40 Milliampere. Ihr seht es ja hier, Milliampere Bereich und hier hinten, seht ihr auch, da 0,04. Gut.
Ja, wollte ich euch mal zeigen, dass das ein bisschen komisch ist mit dem Anmachen. Da muss ich noch eine Lösung finden.